In den Clubs darf weiter getanzt werden, trotz Superspreader-Falls Zürich und allgemein höherem Ansteckungsrisiko an Partys. Die Gesundheitsdirektorin zieht dem Partyvolk nicht den Stecker. Ich glaube, es wäre unverhältnismäßig, zum heutigen Zeitpunkt alle Clubs zu schliessen, nachdem sie erst seit 2 Wochen wieder offen sind. Der Bundesrat hat all die Clubs erlaubt, die Freiheit, es ist legal, in einen Club zu gehen. Zum Infektionsketten nachverfolgen und das Virus eindämmen müssen die sogenannten Contact Tracer genau wissen, wer wann wo war. Clubs haben teilweise aber die geforderten Kontaktlisten zu wenig genau geführt. An der Besprechung gestern Abend haben die Clubbetreiber und die Gesundheitsdirektion diese Problematik diskutiert. Der Kanton macht in einer Verfügung jetzt genaue Auflagen, wie das zu funktionieren hat. Die Clubs müssen ihre eigenen Nummern hinterlegen und 7 Tage in der Woche von morgen früh bis zum Abend spät erreichbar sein. Die Kontaktdaten der Besucher erfassen und die auch verifizieren. Dazu müssen sie die Kontaktlisten dem Kanton elektronisch in 2 Stunden liefern. Wir haben festgestellt am letzten Wochenende in einem Club, dass vieles nicht funktioniert hat. Unter anderem fehlerhafte Kontaktlisten, Fake-E-Mail-Adressen. Und so können wir natürlich die Leute nicht kontaktieren. Und darum ist es wichtig, in Zukunft muss eine ID-Kontrolle stattfinden oder ein amtliches Dokument, dass die Namen stimmen und die Handynummer verifiziert werden. Nur so haben wir die Sicherheit. Die Pflicht, zum genauesten zu erfassen, wer im Club ist, gilt ab dem Freitag. Zu den Vorschriften des Kantons hat die Bar- und Clubkommission sich selber eine zusätzliche Auflage gemacht. Entweder haben die Partygänger die Swiss-Covid-App installiert oder sie müssen mit einer Maske in den Club. Die Kantonsärztin sagt aber klar, trotz Kontaktangaben ein Clubsuch sei ein Risiko. Also aus medizinischer Sicht finde ich, müssen wir die zumachen, weil dort, das ist einfach eine gefährliche Situation in diesen Räumen, geschlossenen Räumen. Die Leute sind am Tanzen, am Schwitzen, am laut reden. Ja. Aber man hat sich für eine Öffnung entschieden. Der Bund hat ziemlich gleich die Club aufgetan. Und jetzt müssen wir schauen, wie können wir einen Weg finden, dass die offen bleiben können. Der Flamingo-Club muss, dass er weiter offen haben, schon morgen den Behörden beweisen, dass das Kontrollsystem funktioniert. Halten sich Clubs nicht an die Auflagen, drohen ihnen Strafen.